Herzlich willkommen bei Meyers TV in der sozialen und fachlichen Betreuung. Heute geht es um das Thema mir ist so übel. Was macht man denn da? Trink Wasser. Nach dem Erbrechen fehlt dein Körper quasi Wasser, wenn du dich übergibst. Dann musst du quasi diese Flüssigkeit wieder aufholen. Also trink Wasser. Gib es quasi zurück. Trink ganz langsam und in kleinen Schlucken, weil sonst kommt es wieder raus. Nicht gleich übertreiben. Denn von schnellen Trinken kann dir noch einmal schlecht werden, ja, wie ich gerade gesagt habe. Geh raus, frische Luft. Gegen Übelkeit kann frische Luft und Bewegung helfen. Das bringt dein Kreislauf wieder auf Trab und lenkt dich quasi ab. Dann solltest du aber auch über deine Sorgen sprechen. Sprich zum Beispiel über deine Sorgen. Manchmal wird dir übel, weil du Angst oder Sorgen hast oder aufgeregt bist. Zum Beispiel vor einer Prüfung. Nur zum Beispiel. Sprich mit jemandem darüber, den du vertraust. Damit du diese Sorgen erstmal los bist und dir vielleicht Rat holen kannst. Versuch doch mal das hier. Ingwerbonbons gegen Übelkeit helfen. Gegen Reiseübelkeit bekommst du ein Medikament in der Apotheke oder von deinem Arzt. Und lass es raus. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber lass es raus. Manchmal ist dir schlecht, weil du etwas Verdorbenes gegessen hast. Dann kann es sein, dass du erbrechen musst. Das ist unangenehm, aber eigentlich gut. So wird dein Körper das verdorbene Essen schnell wieder los. Dann kommen wir jetzt zum Punkt 1, trink Wasser. Du musst die Flüssigkeit wieder aufholen. Und jetzt kommt der letzte Punkt, geh zum Arzt. Wenn du immer wieder erbrechen musst, dir nach einem Sturz schlecht wird oder du gleichzeitig Fieber und Durchfall hast, dir übel ist und starkes Bauchweh hast, dann solltest du zum Arzt gehen. Gut, das war's zum Thema. Mir ist so übel. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss.